Es ist so kalt. Genau wie wir kennen die meisten Wikinger ihre eigene Geschichte nicht. Dies war ihre angestammte Heimat, vor 1000 Jahren verloren. Sie waren über das Meer wiedergekommen, um sie zurückzuerobern. Es musste einen besseren Weg hineingeben als die Vordertür. Ich hatte schließlich meinen Stolz. Holden vertraut diesem Wächter. Nun ja, vielleicht. Dieser Wächter scheint anständig zu sein. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Wikinger feiern gerne. Vielleicht finde ich einen Weg, sie einzusperren. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich frage mich, daran sollte ich dann wohl auch ziehen. Diese Maschine überstieg alles, was ich ihnen zugetraut hatte. Seit ich zuletzt hier war, müssen sie neue Überlieferungen gefunden haben. Vielleicht einen besonders erfinderischen Ingenieur.
Die Maschine war höchst eindrucksvoll, aber ich hatte einen Auftrag zu erfüllen. Schade, wirklich. Was wohl passieren wird, wenn ich an dem Hebel ziehe? Wo ist der zentrale Mechanismus? Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend werden. Es bedurfte noch eines Handgriffs. Der Weg ist frei. Beeindruckend. Ermutigt sie nicht noch. Ich hatte Fragen. Herrin. Warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt, sollten wir sie nicht loslassen. Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen und zu hoffen. Massakrieren die Mannschaft!
Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Zieht sich zurück!
Sie greifen die Mannschaft an! Wir mussten die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Der antike Name für diese Bauten lautet Triliten. Ich hatte einst eine Wikingerin gefragt, wofür sie gut sind. Sie wusste es nicht. Sie sagte, sie wären schon immer da gewesen. Früher haben die Wikinger öfter gegeneinander gekämpft als gegen uns. Es liegt in ihrer Natur, sich zu zerfleischen. Diese Natur wurde ihnen genommen. Svergard. Die Wikinger achten so sorgfältig darauf, ihre Nahrungsvorräte gerecht zu verteilen. Svergard ist ihr wichtigster Umschlagspunkt. Und im Winter werden die meisten davon dort gejagt. Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger-Schiffe in Svergard ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin längst verschwunden zu sein. Wir schleppten die Mechanik unseres Rambocks durch ganz Falkenheim. Wir mussten einen halben Wald fällen, um ihn zu bauen. Aber ohne ihn wären wir den ganzen Weg nur gekommen, um vor der Tür abgeschlachtet zu werden. Gudmundur, der legendäre Jarl der Festung. Auf die Beine. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Es war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Ja!
Sicherheitsposten.